Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu meiner kleinen Endergames Minecraft-Serie. Und ich befinde mich immer noch in bzw. vor den Endergames. Aber da ich ja auch ein paar andere Multiplayer-Games von Minecraft durchspielen wollte, werde ich diesmal nicht bei den Endergames verweilen, sondern werde zu den Survival-Games übergehen, die ja mit Sicherheit auch jeder kennen sollte mittlerweile. Und ich glaube aber, ich versuch's mal mit einem 64er. Und hey, nice. Da oben seht ihr meine Statistiken. Ist eigentlich noch nichts Besonderes, aber ja, das Map-Voting ist schon vorbei, aber wenigstens geht's dann jetzt direkt los. Domis, cooler Name übrigens, auch wenn ich ihn nicht aussprechen kann. Untergamer? Gamer? Munchi LP. Möhrenmaster. Möhrenmaster. Sehr geiler Name. Wirklich sehr geiler Name. Ich weiß nicht, ob ich von der Mitte überhaupt irgendwas kriege, weil ich jetzt wieder vor dieser dämlichen Säule hier stehe. Aber ich versuch's einfach mal. Eins und go. Und los, 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 los. Gib mir das Steak. Ich will haben. Ich will wenigstens irgendwas. Oh mein Gott. Ach, da war noch keiner ran. Yay! Ich habe zwar noch keine Waffe, aber ich habe Rüstung ohne Ende und das finde ich irgendwie gut. Ja, hier war doch mit Sicherheit auch schon jemand dran. Natürlich war da schon jemand dran. Ich bitte euch. Ah, keine Waffe. Was zu essen und die Schutzzeit ist schon zu Ende. Na, klasse. Okay, das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Ja, hier gibt es irgendwie keine Enderperlen. Finde ich ein bisschen blöd. Oh. Entschuldigung. Wie Team? Wer Team? Nein, Team. Kein Team. What the fuck? Was war das für ein Satz? Och man, ich treff nicht. Das ist doch ätzend. Jetzt spring schon auf diese Scheißdinger drauf hier, ey. Oh, mach mich doch schon wieder aggro hier. Mann! Komm schon! Ah! Ah, zumindest bin ich auf der anderen Seite. Ich habe aber immer noch keine Waffe. Ey, wenn ich hier jetzt direkt zu Anfang schon sterbe, Leute, ey. Was wäre das denn für ein Fail? Ich meine, 64 Leute auf einer Map und da ist klar, dass der Loot, der hier rumliegt, relativ schnell schon weg ist. Ich sehe da noch eine Kiste. Ich sehe da eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Als ob die nicht schon leer. Oh, sehe ich nicht. Ach, aber wieder nur. Ich brauche eine Waffe, verdammt. Ich brauche eine Waffe. Waffe. Na, zwei Sticks. Wow, was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Hey, hier war ich noch nie. Oh yeah. Oh baby. Das sieht aus wie eine Wasserrutsche. Kennt ihr diese ganz bunten Dinger, diese Hubbelrutschen? Ich nenne die immer Hubbelrutschen, keine Ahnung wieso. Ich finde die cool. Ich finde die richtig cool. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier. Hä? Was tue ich hier? So. Nein. So. So. Ach ja, ich hatte noch so ein. Nee, hatte ich doch nicht. Schade. Warum zum Henker mache ich das jetzt auf diese Weise? Ich habe keine Ahnung. Aber hier oben ist noch eine Kiste. Gib mir die. Mit Futter. Futter ist ein gutes Stichwort. Kann ich sehr gut gebrauchen gerade. Und jetzt. Auf geht's. Ach, hier sind immer noch Kisten. Okay. Ein Radar ist schon mal nicht schlecht. 4 und 4 ist in Ordnung. Lass ich so gelten. Hi. Und Bingo. Okay, komm. Ah, nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Komm da her. Ah, nein, nein, nein. Ich werde sterben. Ich sehe das schon. Ich werde sterben. Hier wird man nicht geportet. Das ist die Scheiße. Nein. Das ist ein Team. Verdammte Hacke. Nein. Ich will nicht sterben. Lasst mich. Geht weg. Ich will nicht. Oh, die werden mich sowieso jetzt die ganze Zeit verfolgen. Das ist. Ich habe keine Chance mehr, ey. Ich habe keine Chance mehr. Nicht. Nichts. Nein, Hilfe. Oh mein Gott. Hä? Verfolgen Sie mich noch? Ja. Ich könnte es vielleicht noch mit Ihnen aufnehmen. Ich versuch's. Nein, es sind zwei. Oh, es sind zwei. Ich kann nicht. Mann.
Oh, wenn die mich jetzt nicht in Ruhe... Mann, oh, ich will doch nicht die ganze Zeit abhauen, ey. Teams sind scheiße. Vor allem, wenn man kein Team hat. Was ist doch für ein Arsch. Hör auf, greif du mich jetzt nicht auch noch an, ey. Nehmt euch ein anderes Opfer. Geht weg. Sind sie weg? Ich glaube, sie sind weg. Haben die sich irgendwen anders rausgepickt? Jetzt habe ich meinen tollen OP-Apfel verschwendet. Obwohl, theoretisch wirkt er noch. Vielleicht kann ich ja... Ich habe doch so ein Radar-Dingsbums. Und den Heiltrank. Hä? Hä? Kann man die Dinger nicht stacken? Ist doch bescheuert. Naja, was soll's. Oh Mann! Ernsthaft, das Teil wirkt immer noch? Ist ja eigentlich schon geil. Leer. Oh, wenn es gerade kein Team gewesen wäre, Leute, ehrlich, ich hätte mich mit denen gerne angelegt, aber ein Team ist scheiße. Weil gegen zwei komme ich nicht an. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und sowas ist fies. Sowas finde ich fies. 100.000 Kisten, ja, aber! Oh, hört auf mit euren scheiß Bögen, Mann. Das fuckt mich so ab, ey. Ja, Eisenschwert, komm, ey. Ich bin doch eh tot. Ich weiß, dass ich tot bin. Ja, ist gut. Hau ab, hau ab. Wenn ich dich... Ja, das war klar. Ach, Mann, scheiße. Das war ein 64er-Game. Das hätte schön lange gehen können. PvP ist nicht gerade meine Stärke, aber trotzdem macht es mir einfach riesen Spaß und deswegen wollte ich euch das gerne mal zeigen. Ich versuch's nochmal mit einem anderen Game. Vielleicht diesmal ein 24er, da habe ich nicht so viele Gegner auf einmal. So und herzlich willkommen zurück auf einer Survival Games Map. Eigentlich finde ich diese Maps nicht wirklich gut, weil ich habe... Für mich haben die so ein... Wie soll ich das erklären? Negatives Karma? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich bei diesen Maps noch nie sehr weit gekommen und bin immer super schnell gestorben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde es einfach irgendwie... ist... schwierig. Schwierig. Aber vielleicht klappt es ja diesmal ein bisschen besser. Weil auch wegen Schutzzeit und so... könnte ja eventuell klappen. Dass ich dieses Mal ein bisschen länger überlebe. Ich habe zumindest am Anfang direkt eine Waffe. Das ist schon mal sehr viel wert. Wuhu. Hier ist aber, glaube ich, auch schon jemand drin, ne? Oder hier war zumindest jemand drin. Way. Das ist eine Workbench. Und eigentlich ist hier auch irgendwo eine Kiste. Ich glaube es. Ich meine, hier wäre irgendwo eine Kiste gewesen. Hier? Nein? Nicht? Okay, dann nicht. Okay, gehen wir hier mal weiter. Sieht ganz hübsch aus hier. Lass mich durch, lass mich durch. Auf nach oben. Oh, hier ist jemand drin. Im Nebenraum. Was? Die Hacke. Bling. 20 Punkte. So. Okay, warte kurz. Eine Dia-Hacke macht 5 Schaden und ein Steinschwert auch 5 Schaden. Okay. Dann gucke ich mal, von mir aus kann ich auch 20 mal das, die Waffe wechseln jetzt hier, was mir natürlich überhaupt nichts bringen wird. Aber zumindest habe ich einen killen können. Hey, ich fühle mich voll cool. Wow, was ist das denn für ein Auflauf da unten? Ich hoffe, dass ich hoffe, das ist kein Riesenteam. Wäre schon mies irgendwie, oder? Hatte der überhaupt keine Sachen? Mann, 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 armer Tropf. Ich habe ihn jetzt einfach so schamlos getötet hier. Schamlos getötet habe ich ihn. Ist mir aber egal. Ich habe mir nicht mal deinen Namen merken können. Ich weiß. Es tut mir leid. Schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Vielleicht von hier aus? Ich habe Angst. Und da war bestimmt auch schon jemand dran. Wenn ich nämlich nie schaffe, bin ich tot und deswegen meiner eigenen Dummheit. Das wäre unnötig. Das wäre unnötig. Kiste. Leer. Natürlich sind die. Die haben am Rand sind auf jeden Fall alle leer. Was mache ich mir die Mühe? Dia, 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 dia. War das ein Diamantschwert?
Ich weiß es gar nicht. Irgendwas mit A. Abenteuer irgendwas? Oder Andreas? Nee, hier. Ach da, Abenteuerkeks. Wo ist Abenteuerkeks? Zeig mir, was du für ein... Zeig mir deine Waffe. Er hat ein Diaschwert, Tatsache. Nee, eine Axt. Vorsicht, Abenteuerkeks, Mr. Green Hardy ist hinter dir her. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ich will wissen, wer gewinnt. Ich komme hier nicht rein. Nein! Der Abenteuerkeks ist gestorben. Aber er wurde direkt gerecht von Asati. Hm, cooles Game eigentlich. Okay. So viel zu dem zweiten Game. Ich habe euch jetzt mal einen kleinen Eindruck von meinem Survival Games gegeben. Ich weiß, ich bin nicht gut. Und das ist mir auch durchaus klar. Aber es macht mir einfach trotzdem mega Spaß und im Team ist es natürlich immer alles ein bisschen einfacher. Natürlich schreibt immer jeder Teamset noobig, aber ich bin der Meinung, dass Teams einfach nur bessere Chancen haben. Und deswegen finden halt alle Teams immer scheiße. Ich weiß, ich habe ja gerade auch selber gesagt, dass ich Teams scheiße finde. Aber finde ich eigentlich nicht. Also, wer Bock hat, mal mitzumachen. Mein Name ist übrigens Atarek. Oben, rechts, links, in der Ecke. Ganz oben links. Ja. Warum der Name? Egal. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotz der Fail-Runde, die ich geleistet habe, gefallen. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Bis dahin und ciao!